Wir sind sehr froh, dass Sie im zweiten Set geblieben sind. Wir haben dieses Set mit Stück, das heißt Harlem Joys, beginnt. Und dann, jetzt werden wir eines der modernsten Stücke unseres Repertoires spielen. Es ist von 1941. Es ist fast Bebop. Es ist von John Kirby. John Kirby und Charlie Shearers komponiert. Das heißt Kettchen. Tommy Dorsey. Das heißt Jammin'. Everybody's jamming. Oh, how it takes to tame.
Jetzt spielen wir ein sehr berühmtes Stück, das heißt Did I Do. Benny Goodman hat dieses Stück gespielt mit Ben Pollack 1926. Und er hat dieses Stück berühmt gemacht. Sie können das auf YouTube hören. Benny Goodman war, ich glaube, 18 Jahre alt oder 16, ich glaube 16 Jahre alt. Er war ein junger Mensch. Benny Goodman mit Ben Pollack. Wie uns. Ja, genau. John Daniel war 16 Jahre alt, ungefähr 80 Jahre vorher. Also, jetzt spielen wir Did I Do mit Leo als Benny Goodman. Do I want you, oh my, do I, honey, did I do? Do I need you, oh my, do I, honey, did I do? I'm glad that I'm the one who finds you. That's why I'm always hanging around. Do I love you? Oh my, do I, honey? Yeah.
bleiben wir jetzt im Benny Goodman Repertoire mit Leo Müller. Voilà, c'est un plaisir. Schönen Abend. Bis später. Also Leonard Müller wird Benny Goodman spielen. Bist du bereit? Das Stück heißt Bei mir bist du schön. Thank you.
Thank you.
Antonella, bist du schon noch da? Wir spielen ein sehr schönes Stück, das heißt It Hard to Be You. Wenn Sie wollen, Sie können tanzen. Es gibt viel Platz hier, mehr als gibt. Vor der Bühne ist mit einem 30 cm da. Quadrat. It Hard to Be You. Try to be best, but they wouldn't do.
my dream. With all you folks, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. Das heißt, ja, cooking breakfast for the one I love. Genau. Komponiert in 1930. Also es gab keine Femen 1930. Und kein Feminist. Aber es war komponiert für einen Film, das heißt Be Yourself mit Fanny Bryce und Robert Armstrong. Cooking breakfast for the one I love. The coffee is steaming. Oh boy, what I'm dreaming while I'm cooking breakfast for the one I love. My baby likes bacon. While I'm cooking breakfast for the one I love, I'm putting things in my love. Ba 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 Thank you.
rehearsing under the moon, but I got nobody to hear my song, so I'm humming to myself. I got the place, I got the time, I got a lot of words that rhyme, but I got nobody to hear my song, so I'm humming to myself. I guess it just had to be. Won't someone listen to me? I got the words, I got the tune, I could rehearse under the moon, but I got nobody to hear my song, so I'm humming to myself. Das Stück wurde für Louis Armstrong komponiert. Es ist ein Südenstück. Das heißt, he's a son of from. Of. He's a son of the South. Thank you.
won't keep still. You can bet it's the son of the South. If he swings when he sings and struts like a king, you can bet it's the son of the South. Hear a woman sigh when he goes by. He's so polite, he's dead delight. And when it's right on the spot, when real music gets hot, you can bet that boy is the son of the Antonella Guyon. Antonella.
batterie, au washboard, Olivier Clerc. So, und jetzt spielen wir noch eine letzte mit den zwei Schlagzeuge. Waschbett. Wie sagt man Waschbett und Pyrielle? Ja, Post. Waschbretten? Waschbretten? Noch eins ist sehr viel, aber zwei ist zu viel. Sagen wir auf Deutsch. Eigentlich genug. Nein, ich wollte noch einmal Werner und Hans-Jörg bedanken für das Hospitalität. Nein, wir haben sehr gut vorher gegessen, zu viel vielleicht. Und das wäre immer toll, hier zu spielen. Vielleicht kommen wir wieder in 10 Jahren oder so. Das letzte Stück heißt Down in Honky Tonk Town. Down in Honky Tonk Town. Thank you.
Thank you.
Cause Harlem in the shag is feeling fine.